hier noch etwas Footage von den letzten beiden Innsbruck-Tagen. Ich hatte bis jetzt die Muße nicht, um das zu schneiden entsprechend. Es sind gerade die letzten beiden Tage, also Samstag und Sonntag, zusammengefasst, weil wir sehen es dann Sonntag war, super ernüchternd. So, das ist der Samstag, ist als Vorbereitung für den Sonntag gedacht. Hamstrings waren komplett zu. Mit dieser Übung, die ich von Klockhoff abgeschaut habe, rolle ich die aus. Bedingt durch das, durch die dünne Stange, also was sind die ja, 28, 29 mm. Und weil ich auf der Stange sitze, ist natürlich der Druck auf die Muskulatur viel höher, als wenn man das mit der Foam Roll macht. Also das sind Faktoren, das ist nicht nur ein bisschen. Und es ist auch entsprechend schmerzhafter, aber wie man das auch vom Foam Rolling kennt, da geht der Schmerz geht relativ schnell zurück. Also zwei, dreimal drüber rollen und das ist spürbar deutlich, geht der Schmerz zurück. Ja, ich möchte hier nicht in den Kanon einsingen, von wegen Foam Rolling nützt nichts oder nicht erwiesen, was auch immer. Mir tut die Übung gut und deshalb mache ich es. Die Schmerzen gehen spürbar akut zurück und ich habe auch das Gefühl, dass es nachhaltig mir was bringt. Weitere Problemzone, die fehlende natürliche Mobilität im Oberkörper, die ich, oder im Schultergürtel primär, die ich da entgegenwirken möchte, Aufdehnung des Pectoralis da. Da bin ich einfach zu tight. Das ist ja nicht Muskelverkürzen, nicht. Oder nicht in dem Ausmaß. Und so kann man denen ein bisschen gegenwirken, dass da das Hirn irgendwie wieder ein bisschen mehr Raum freigibt. Dann wieder Hamstrings. Schön, dass es nicht so langweilig wird. Für mich, ja, ich bin da zu wenig diszipliniert. Ich habe das in meiner ganzen Trainingskarriere immer vernachlässigt, solche Übungen zu machen. Den Preis zahle ich natürlich in Form von Schmerzen. Ich kann zum Beispiel nicht auf der Schulter schlafen, weil einfach die Mobilität nicht mehr reicht. Oder eben auch ab und zu dann wieder Trainingsprobleme, dass man nicht Bankdrücken kann, weil es schmerzt. Im Moment kann ich Bankdrücken ohne Schmerzen, aber alle anderen Bewegungen mit der Schulter sind irgendwie mit Schmerzen untermalt. So, das ist wieder Hamstrings und unterer Rücken. Die Idee wäre, dass der Kopf zwischen den Beinen steckt dann und die Beine komplett gestreckt sind. Da sieht man deutlich, dass ich hier massive Defizite habe, die ich da wirklich probiere zu korrigieren. Mit dieser Übung auch wieder da Brustmuskulatur ein bisschen zu öffnen. Die finde ich fast noch besser als die andere. Da kann ich so einzeln eingehen und kann, wenn ich so ein bisschen mehr Bewegungsumfang frei kriege, nochmals nachdrücken und weiter aufzudehnen. Ich habe das Gefühl, also deutlich, nachdem ich mich so ein bisschen dehne, dort dieser Muskel ein bisschen auseinanderziehen probiere, dass ich sofort einen Effekt spüre, dass ich sofort mehr Mobilität in den Schultern habe und die Bewegungen, die mir im Moment schmerzen, dann weniger schmerzen. Natürlich müsste ich das Ganze noch konsequenter machen. Ich sollte das eigentlich den Tag hindurch auch mehrmals machen. Ja, manchmal denke ich daran halt einfach viel zu wenig. Weitere Problemzone, wo ich probiere entgegenzuwirken, ist da mein linkes Bein, Oberschenkel. Ich mache das da nicht extra, sondern ich probiere es einfach so konzentriert wie möglich zu machen. Und das geht nicht schneller, ich verspüre auch gewisse Schmerzen. Die Übung bringt es ist einfach langwierig. Ich
merke schon Fortschritte. Habe ich gestern gemerkt, dass das Video ist ein bisschen da, ein paar Tage her. Gestern nach den Squats mache ich das jetzt immer und da ging es schon deutlich besser. Mache das ungefähr jetzt, würde ich sagen, seit etwa 2 Monaten. Zum Teil diszipliniert, zum Teil weniger diszipliniert. Quadrizeps und Hüftstrecker, probiert das Knie neben das andere Knie zu bringen, hinten das Bein hochziehen und dann die Hüfte weiter öffnen, so weit wie es geht. Durch die Hüftöffnung kommt dann nochmals Dehnung in den Hüftstrecker und auch in den Quadrizeps. Natürlich beide Seiten. Leider hatte das Ganze nicht den akut gewünschten Effekt, den ich mir erhofft habe, dass ich dann fit am nächsten Tag bin, sondern es war dann ein richtig gehendes Desaster, aber das sehen wir dann noch. Hier auch wieder, die Übung kennt man vielleicht, dass man probiert mit der oberen Hand die untere zu greifen, weil ich da irgendwie 2,7 Kilometer davon entfernt bin. Mache ich das mit dem Gummiband, ich probiere auch so den unteren Arm nach oben zu ziehen. Das ist jetzt wieder Verbesserung der Schultermobilität und weil meine Schulter so immobil ist, ist das auch richtig schmerzhaft. Wenn meine Schultermobilität ein bisschen besser wäre, könnte ich probieren, die Schulter so nach hinten zu ziehen noch. Im Moment lasse ich sie einfach im Schultergelenk so drin. Aber das ist auch so eine Übung, um den ganzen Impingements vorzubiegen, die es gibt, wenn da eben die Belastung einseitig ist und der Platz in der Schulter klein wird. Übrigens, so Schulter-Impingement-Operationen mit allen Physiotherapeuten und anderen Leuten, die da eine Ahnung davon haben, modernes Denken haben und sagen, das ist eine schlechte Idee. Schulterimpingement immer konservativ behandeln, das bringt man ohne Probleme hin. So, über Kopf drücken, Military Press ist was anderes, all das wird auch gerne verwechselt, aber Military Press ist eine andere Übung, da hat man die Beine zum Beispiel zusammen. Bei diesem Überkopfdrücken oder eben Overhead Press geht es mir natürlich um Kräftigung des Schultergürtels, aber auch um die Verbesserung der Mobilität. Oder darum weiche ich mit dem Kopf so in der ersten Phase aus und gehe dann drunter, weil die Endposition sollte über dem Kopf sein und die Arme möglichst vertikal zu haben, so in den quasi toten Punkt. Dort braucht es auch dann fast keine Kraft, um die Hantel in dieser Position zu halten, was einen Gewichtheber mit dem Jerk macht oder am Schluss, wenn es einen Überkopf hat. Das geht es mir einerseits darum, um die Mobilität zu verbessern, natürlich auch zu stärken. Wenn es mir nur um die Mobilität gehen würde, das sehen wir dann bei der nächsten Übung, dann würde ich das unilateral durchführen, eine unilaterale Übung. Menschlich Körper ist nicht dazu gemacht, in diesem Ausmaß, wie wir das im Powerlifting machen, alles da bilateral zu trainieren. Bankdrücken, Kniebeugen, Deadlift, das ist immer bilateral, oder? Oder eben solche Übungen über Kopf drücken und das führt zu gewissen Problemen. Da eine gewisse Unilateralität wieder hineinbringen mit entsprechenden Übungen ist durchaus angebracht. Mit diesem Gummiband mache ich das oder ich probiere auch wieder in diese Position zu gehen.
das Gummiband zieht einem noch so ein bisschen in diese Position hinein und man muss auch so ein bisschen den Scherkräften entgegenwirken, die es gibt. Das ist ganz sinnvoll noch und eben hilft bei der Mobilität. Und jetzt sieht man wieder auf der linken Seite bei mir das Problem, dass es da deutlich weniger gut geht. Im Oberkörper ist das erklärbar. Intensiv Handball gespielt, rechte Seite war mein Wurfarm. Deshalb ist bei mir rechts alles besser, was Oberkörper betrifft, und links so ein bisschen verkümmert. Warum das mein linkes Bein Probleme macht, das ist so nicht offensichtlich, respektive wahrscheinlich rührt das von einer Verletzung her, weil eigentlich ist meine linke Unterkörperseite die stärkere, das war das Sprungbein. Und dort fahre ich auch immer stärker mit dem linken Bein. Aber wahrscheinlich rührte das von einer Verletzung her. Hier sieht man ja deutlich, links macht mir das Mühe. Das ist nicht das ganz dünne Gummiband, das ist etwa das 1 cm breite oder 1,5 cm breite. Aber das ist eigentlich nicht viel Widerstand. Was werden das sein? Das werden keine 20 Kilo sein Widerstand dort. Und es macht mir Mühe, das Ganze auszustrecken, und das ist keine Kraftfrage, sondern das kann ich irgendwie nicht gut ansteuern. Es ist auf jeden Fall höchste Zeit, dass ich vermehrt solche Übungen wie diese mache. Wahrscheinlich hätte ich das konsequenter die ganze Karriere hindurch gemacht, also Karriere, wie immer, in Anführung und Schlusszeichen, dann würde ich jetzt wahrscheinlich mehr Bank drücken. Apropos Bankdrücken, wir sehen dann noch Aufnahmen, das war auch eine Katastrophe. Da rechts geht wieder relativ gut. Es fühlt sich auch, die Bewegung fühlt sich so natürlicher an und links macht mir die Bewegung Mühe. So, dann wärmte ich mich für Squats auf, habe ich jetzt nicht gefilmt, und dann Ziel wäre gewesen, 6x3 Wiederholungen mit 220 Kilogramm. Ich machte eine mit 220 und sagte, never, habe abgebrochen. Dachte, vielleicht ist Bankdrücken besser. Das ist schon der dritte Satz, nachdem habe ich abgebrochen. 150, 6x3 Wiederholungen. Und dann nach dem dritten Satz habe ich dann wirklich gesagt, nein, es geht nicht. Ich müsste da relativ locker das weghauen. Ich war einfach zu verkatert, zu ermüdet. Ich hatte 8 Tage Training am Stück in den Knochen. Das war dann zu viel. Ich habe deshalb abgebrochen und den Rest des Tages im Spa verbracht. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.